Herzlich willkommen zu einer Preview von Metroid Samus Returns. Für den 3DS kommt jetzt diesen September raus und ich darf euch vorab schon mal eine halbe Stunde zeigen und natürlich werden wir das auch als LP machen, weil ich mag Metroid Spiele und das machen wir so gut es geht. Ich verspreche keine 100%, ich versuche alles zu finden, aber ich weiß, ich werde scheitern, weil Metroid, da braucht man lange, um alles zu finden. Im Jahre 20X5, kosmischer Zeitrechnung. Ein Forschungsteam der Galaktischen Föderation entdeckte eine unbekannte Lebensform auf dem Planeten SR388. Es gelang ihnen zwar, ein lebendes Exemplar der Spezies in ihren Besitz zu bringen, allerdings wurde ihr Forschungsschiff auf der Heimreise von Weltraumpiraten angegriffen. Dieser Angriff erfolgte nicht zufällig. Die Weltraumpiraten hatten es auf die seltsamen Organismen Metroids genannt, abgesehen. Mithilfe nachgezüchteter Metroids und deren einzigartiger Fähigkeit, Energie jedweder Lebewesen absorbieren zu können, wollten sie die gesamte Galaxie unterjochen. Um dieser Bedrohung zu begegnen, schickte die Galaktische Föderation eine einzelne Kopfgeldjägerin los, die Basis der Weltraumpiraten auf dem Planeten Cebes infiltrieren sollte. Allen Widrigkeiten zum Trotz löschte Samus Aran die Metroids auf Cebes aus und besiegte Mother Brain, die Anführerin der Weltraumpiraten. So wurden deren finstere Pläne vereitelt, zumindest vorerst. Beunruhigt durch diese Entwicklung und die Gefahr, die immer noch von der Metroid-Lebensform ausging, leitete die Galaktische Föderation Planung für eine weitere Expedition zu SR388 in die Wege. Eine Sondertruppe aus Elitekämpfern der Föderationspolizei wurde zur Untersuchung der Situation entsandt. Der Kontakt brach kurz danach ab, allerdings konnten zuvor noch Daten ans Hauptquartier übertragen werden. Die Analyse der Daten wies die Präsenz von Metroids im Inneren des Planeten SR388 nach. Solange sie existierten, stellten diese Metroids eine enorme Bedrohung für die gesamte Galaxie dar. Die resultierende Entscheidung des Rats der Galaktischen Föderation erfolgte direkt und einstimmig. Samus Aran, du musst die Metroids ein für alle Mal unschädlich machen. Machen wir. Viel Text direkt zu Beginn. Hätte ich jetzt von dem Spiel nicht erwartet. Hat mich ein bisschen überrumpelt. Ah, die Musik. Wunderbar. Ich habe alle 3D-Teile gespielt. Metroid Prime 1 bis 3 und Other M habe ich auch gespielt, aber ich habe es nie auf YouTube hochgeladen, weil das war vor meiner YouTube-Zeit. Und, ja, letztendlich kann ich auch mal Metroid auf YouTube zeigen. Hätte ich natürlich vorher schon machen können, aber, ja, jetzt machen wir es mit Samus Returns. So, wir können natürlich schießen, können uns ducken. Wir können, wir können auch Raketen schießen, wenn wir die Schultertaste drücken. Wenn wir die linke Schultertaste drücken, können wir Free Aim. Das weiß ich alles, weil ich das schon auf der Gamescom gespielt habe. Man hat auch so eine... Also wieder diesen Roll, ne? Diesen Rollensprung. Wir können uns noch nicht rollen. Wir können noch alle Spezialsachen nicht. Die finden wir natürlich alle wieder. Die können wir kaputt schießen. So, hier haben wir wieder Gegner. Und wir kommen jetzt ein bisschen Tutorial-Stuff gezeigt. Achso. Moment. So. Dann kann man sich hier auch so hochhangeln. Oh nein. Ah ja. Das mit dem Ducken und Schießen, das muss ich noch rauskriegen. So. Ich habe diese Metroidvania-Style-Games nie gespielt. Oh, die respawnen. Und muss mich da auch erstmal in die Steuerung einfinden. Und werde wahrscheinlich ein paar Mal sterben. Oh, shit. Warte mal, den will ich. Ich will die Kugeln haben. Ich will nicht komplett... Abnuben hier. Zack. So, dann kann man das nicht. Warte mal. Haltet einen Vorsprung L. Ach so, klar. Beides. Komm, schon habe ich die Steuerung vergessen. So. Den nehmen wir mal mit. Den auch. Oh, die greifen mir doch an. Okay, die werden doch aggressiv. Aua, wie schnell ihr auch seid. Okay, warte mal. Das mit dem Ducken. Endet bei mir dahin, dass ich nach unten drücke und nach vorne laufe.
Das ist. Das, da muss ich mir noch dran gewöhnen. Achso, sammle ich die. Sind die gar nicht zum Sammeln? Hier liegt eine Leiche. Die müssen wir anschießen, dann kommen wir da durch. Jetzt lernen wir den Konter. Pariere gegnerische Angriffe mit einem Melee-Konter, kurz bevor sie dich treffen. Nach dem geglückten Parieren zielst du automatisch. Drücke jetzt X, um einen Melee-Konter auszuführen. So. Kann man die so ab, blocken, was ich wahrscheinlich nie machen werde. Ich sehe es jetzt schon kommen. Okay, ich hätte... Okay, warte mal, wann muss ich da drücken? Okay. Das Timing muss man natürlich auch erstmal rauskriegen. Alter, wie schnell kommen die denn? Okay. Bin jetzt schon am Arsch. So. Aber dass man danach direkt zielt, ist sehr angenehm. Kann man euch auch kontern? Lol, die kann ich aufschlagen. Ah, cool. Okay, das geht mit allen Gegnern, die leuchten dann so. Sehr gut. Okay, gut. Was kann man hier? Hier kann man noch irgendwas machen. Kann ich hier irgendwas machen? Kann sich hier so hinhängen. Ah, warte mal. Aua, das war jetzt mies. Das war ziemlich gemein jetzt. So, man one-hittet die auch teilweise. So. Huch, okay. Gemein. Hier haben wir... Ich glaube, die Karte. Ah, die Munition. Also rot ist Munition hier. Okay. Hm. Da komme ich noch nicht dran. Oder? Nein, komme ich noch nicht dran. Hier muss ich wahrscheinlich Raketen gegen schießen. Ja, okay. Aha. Was haben wir denn da? Unser erstes Upgrade. Und diese Chozo-Statuen und alles, das ist alles so cool, wenn man das alles wieder sieht. So, den haben wir mal gemacht direkt. So, Morphball. So. Der kompakte Morphball erlaubt es, passieren enger Stellen. In der Hocke nach unten drücken, um zu morphen. Kreis nach unten drücken. Aktivieren durch, auch durch Berühren der Karte auf den... Ich kann irgendwas drücken, aber ich weiß nicht was. Hä? Ach so. Lol. Bei der Gamescom wusste ich nicht. Ich habe hier so Knöpfe gedrückt und dann meinte... Der Olli, Grüße. Ich habe den Key übrigens von Nintendo. man kann das durch Touchscreen machen, aber man kann es auch mit dem Stick machen. Das ist viel angenehmer. Ich dachte nämlich, oh, wie ätzend, man muss das jetzt immer mit dem Touchscreen machen, aber muss man gar nicht. Voll gut. Speichern, das ist eine Speicherstation, okay. So. Nice. So, die kommen nicht runter, oder was? Okay, dann seid ihr ja ziemlich angenehme Gestalten, muss man ja mal sagen. Oh, hä? Ein Kreis ist aktiv. Ist das, weil wir ein Item? Wodurch wurde das jetzt beeinflusst? Warum ist das jetzt aktiv? Wenn ich in dieses Wasser... Was ist das? Hallo? Anscheinend müssen wir alle aktivieren. Das ist schon mal Target Nummer 1. So, oh, Raketen. Kriegen wir automatisch gesammelt. Gut, da komme ich nicht durch. Aber wir haben ja auch einige Stellen gesehen, wo wir noch hin können. Ah, warte mal. Ich glaube... Moment, ich war doof. Da gab es einen Trick. Hier gab es einen Weg. Nicht im Wasser, nicht in der Giftbrücke hier oben. Genau. So. Wir kommen da nämlich doch lang. Tada. Das mit dem Free Aim, das muss ich noch echt lernen. Gehen wir erstmal hier hoch. Was ist das? Was haben wir hier? What the fuck? Scan-Impuls.
Man kann ihn scannen. Oh mein Gott, es ist so schön. Anzug wird Aeon-kompatibel gemacht. Okay. Aeon ermöglicht den Einsatz von Spezialfähigkeiten wie dem Scan-Impuls von besiegten Gegnern hinterlassene Aeon-Sphären füllen. Ah, das sind die gelben Dinger. Scan-Impuls verwendet Aeon, um ein Gebiet zu scannen. Enthüllt Kartenabschnitte und zerstörbare Blöcke. Ausrüsten mit nach oben, ausrüsten, scannen mit A aktivieren. Abbruch durch erneuten Druck auf A. Alter. Wie gut. Gibt's hier etwa Metroids? Ja. Die Soundkulisse hat's mir schon verraten. Oh. Das sind aber unangenehme. Ach, hier gibt's Metroids. Die Amiibo-Option wurde... Ja, kann ich leider nicht benutzen, weil mein 3DS dafür nicht nutzbar ist. Habe ich schon mal erklärt. Okay, was macht denn Lila? Aeon... Ah, nee, HP auffüllen. Okay. So. Den machen wir mal platt. Oh, Samus hat nicht dahinter geaimt. Ich bin enttäuscht. So. So, nice. Okay. Hier ist noch ein Geheimgang. So, lass mich mal alle in Ruhe. Einmal eingescannt hier. So. Aha. Missile Container erhalten. Nice. Der erste Secret gefunden. Kann ich hier raus? So. Gehen wir wieder hier hoch. Ja, können wir speichern. Oh, der Metroid da unten rastet aus. Das ist unser Radar für Metroids wahrscheinlich. Geht kaputt. Rakete? Okay. So, wo ist er? Was macht der? Sterben? Sich reuten? Ja, das Leuchten hat mich leider. Die entwickeln sich einfach. Aua. Aber die habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, bei Other M gab es die. Macht er jetzt? So, komm. Was willst du jetzt machen? Aua, die haben voll die doofe Reichweite. Bam. Einfach noch ein paar Raketen reinjagen. Okay, ich glaube, das hat ihn gemacht. Ja, die Raketen waren, glaube ich, jetzt besser. Das hat einiges beschleunigt. Huch, was ist da? Alles klar, was haben wir jetzt? Okay. Das ist aktiv. Hier können wir wieder unsere Munition auffüllen. Und jetzt gibt es noch 40 Metroids. Okay, das kriegen wir noch nicht auf. Oh, ein E-Tank. Nice. Free E-Tank für uns. Da komme ich nicht rein. Ja, da komme ich nicht rein. Da ist aber auch ein Secret drin. Oh, shit. Komm, greif mir an. Ah, dass jeder Gegner anders angreift. Da muss man sich dran gewöhnen. Also dieses Leuchten ist nicht unbedingt ein super Indikator dafür. Da muss man echt den Gegner kennen für.
So. So, ey, die aimt nicht immer nach. Hallo. Aim da hinten. So. Gibt's hier irgendwie kaputte Blöcke? Kaputtmachblöcke? Ich übersehen hab? Ja, da. So. Okay, hat mir sonst nichts gebracht, aber... sonst ist hier nichts. Ich glaube, ich soll jetzt einfach zurückgehen. Geht das? Aber wieso sind jetzt so viele Gegner? Holy shit. So, geht doch. Holy shit. So viele Gegner auf einmal. Hä, Moment, das kann nicht sein, dass das Spiel will, dass ich zurückgehe. Ich hoffe, das Spiel hat nicht übersteuert. OBS hat mir gerade angezeigt, dass es einmal kurz übersteuert hat. Das geht nicht. Ach, das geht doch. Okay, habe ich da nicht gerade eine Rakete gegengeschossen? Egal, was kriegen wir jetzt? Charge Beam. Charge Beam wird sich, ja, das, was der macht, kann ich mir denken. So, dann kriegen wir die Türen auf. So, zack, zack. Aber das müsste eigentlich nicht sein. Aber egal, wir machen es trotzdem so. Oh Gott, das war gemein. Komm her. So, machen wir die Tür auf. So, Scan sagt nix. Ah, jetzt sind wir hier lang gegangen. Ah, jetzt weiß ich, wo ich bin. Hier waren wir schon. Können wir den bitte mal... Hallo? Danke. Ich wollte schon sagen, stirb doch mal. So, was haben wir denn hier? Aha. Und... Ah, jetzt ist das Wasser hier weg. Hier war gerade überall Wasser. Wie könnt ihr denn jetzt hier rumlaufen? Mies. So. So geht's richtig, gegen die zu kämpfen. Ist doch direkt viel einfacher dann, wenn man kontert. Okay. Unter uns ist was, aber da ist leider kein offener Boden. Oh, huch, was ist das denn? Da würde ich mich persönlich ja jetzt nicht reinstellen. Aber Samus kennt da nichts. Was ist das? Das muss noch aktiviert werden anscheinend. Das da geht auf, da unten links. Ah, die chargen mich ja auch an. Ich hab's vergessen. What? Da komme ich nicht ran. Das ist jetzt aber gemein. Die gehen kaputt, die da oben auch. Charge Beam? Nein, okay. Aua, da kam jetzt echt ein Gegner raus. Dein Ernst? Ich verballer das Aeon voll. Aufzug verwenden, na Moment. Ja, doch, verwende ihn. Im Spiel müssen wir so viel backtracken, haben wir ja gerade schon gesehen. Ha,
Halt, stopp mal. Aber, oh, die werden auch immer schneller. So, die kriegt man nur mit Raketen kaputt. Das Scan darf ruhig ein bisschen länger halten, meiner Meinung nach. So. Warte mal. Ist hier irgendwas? Warum sollte man da lang gehen? Das sind merkwürdige Wege. Ich traue hier keiner Wand. Dabei sehe ich ja eigentlich, dass hinter den Wänden... Ich sehe auf der Map, dass da nichts ist. Eigentlich brauche ich ja nicht suchen. So. Hier ist wieder Wasser, was wir wahrscheinlich ablassen. Das ist so gemein, wenn die in der Luft angreifen. Ah, lol. Wie mies. So. So, lass mich in Ruhe. Komm raus. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Ah, nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Oh, vier? Ach so, vier Metroid-DNS benötigt. Ah. Das andere hieß eins und das heißt jetzt vier. Okay. Got it. Hi. Ah, lol. Ihr könnt Strom machen. Das ist unangenehm. Jetzt gibt es auch noch so blaue Kügelchen. Was machen die denn? Da ist es mega heiß drin. Da brauchen wir den Warrior Suit. Aua. Also, vermute ich mal. Ich versuche einfach mal die alte Metroid-Sprache zu verstehen. Da ist auch rot. Ja, das ist hot da drin. Runter. Ist auf jeden Fall ein Metroid. So. Eieieiei. Ihr seid ganz schön gemein. Oh, verdammt. Okay, Glück gehabt. Ich geh trotzdem mal rein. Ja, es heißt. Okay. Soll keiner sagen, ich bin Feigling. Ganz schön unangenehm, wenn die da so rumfliegen. Oh, come on. So. Was ist das? Hat das mein Aeon aufgefüllt? Ich glaube schon. So. Ich renne immer, wenn ich mich ducken will. Hallo? Ach, come on. So. Damit kann man außen schießen. Nicht dahin laufen. Verdammte Scheiße. Ducken. Das ist aber mein Problem, dass ich das... Also, das geht vielleicht anderen anders mit der Steuerung. Weil wenn ich runterdrücke, ich bin so einer, der immer schräg runterdrückt. Aber... Kann also auch so boxen. So. Hier war noch ein Flugmonster. Okay. Oh Gott. Ich hasse sowas. Aber es geht. Deswegen will ich es machen. Yes. Okay. Nice gestunt. So. Ach du großer Gott. Da komme ich nicht weiter. Okay. Bin ich umsonst hier hochgelaufen. Ein Speicherpunkt. Ja. Ihr seht schon, man muss viele Ecken der Maps erstmal auslassen. Aber das ist Metroidvania und dafür mag man das Spiel. Erkunden, Sachen freischalten. Oh, das war knapp.
Oh, lol. Wo ist er? Da ist er. Okay. Da kann man lang. Okay, warte mal. Wo kann ich rein? Was seid ihr denn? Okay, ihr greift nicht so an, dass ich euch kontern könnte. Das ist unangenehm. Hallo? Ah, hier gibt's wieder was. Bombe. Nice. Für den Einsatz mit dem Morphball. Ja, das sind die Bomben für den Morphball. Funktionieren so. Oh, man kann voll viele machen. Und hüpfen kann man auch wieder. So, und dann kann man hier wieder sowas machen. Und dann kriegen wir einen Missile Container. Nice. Und zurück. Ach so, das sind die lila Dinger. Okay, dann können wir jetzt wieder hart backtracken machen, ne? Oh, da geht's weiter. Nice. Oh nö. Lauf. Da hab ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu blöd. Ja, warte, dann gehe ich aber erst wieder hoch. So. So nicht, mein Freundchen. So, dann kann man sich nämlich jetzt aussuchen. Gehe ich weiter den Weg. Ah, man kommt hier nicht mehr hoch. Tricky. Ihr Schweine. So. So. Piu, piu. So, sehr gut. Will ich rüber. Kann man hier hin? Einiges liegt halt einem halt voll im Blut, wenn man das schon mal gespielt hat. Hi. Der ist aktiv. Der andere war gerade nicht aktiv. Der ist... Ah, ist das ein Tele? Eine Abkürzung? Oh mein Gott, das ist voll gut. Was ist denn hier hinten im Wasser? Das ist normales Wasser, da kann ich rein. Oh Gott, das ist aber Elektrowasser hier. Ah, okay, aber wir haben einen Shortcut hier hin. Ja, Teleportstation. Nice. Wieder ein Gebiet. Und man kann sich sogar aussuchen, wohin. Oh mein Gott, das ist so gut. Quick Travel, danke. So, aber ich muss jetzt auch schon den Part beenden, weil ich darf euch nur eine halbe Stunde zeigen. Wo ist denn die Speicherstation? Die bräuchte ich jetzt, die suche ich mal eben. So, ich finde gerade auf die Schnelle keinen Speicherpunkt, weil das Spiel nicht will, dass ich hier gerade speichere. Deswegen beende ich hier den Part, das war die Vorschau. Ich werde nachher noch einen Part auf Twitch livestreamen, wahrscheinlich ist das schon passiert, der wird aber noch hier auf YouTube archiviert, also könnt ihr euch den zweiten Part anschauen. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal zu Metroid Samus Returns. Bis dahin, ciao, ciao.